Okay, ich muss mal ein Video von meinem Ideenstapel nehmen und dieses jetzt auch mal wirklich abhaken. Denn holy fucking shit, Sony, wovor hattet ihr eigentlich Angst? Okay, jetzt muss ich euch natürlich erstmal abholen, was ich überhaupt mit Sony und Angst und so weiter und so fort meine. Ich hatte die ganze Zeit ein Video auf Halde, wo es darum ging, warum Sony so ängstlich ist bezüglich der PlayStation 5, ob da vielleicht irgendwas im Busch ist, ob sie vielleicht nicht die Leistung hat, ob sie vielleicht einfach nicht gut gebaut ist und so weiter und so fort. Dieses Video habe ich halt nie released, nie aufgenommen, weil ich mir nie so wirklich sicher war, ob das wirklich gut rüberkommt und ich selbst halt noch nicht wirklich Zeit mit der PlayStation 5 verbringen konnte. Nun konnte ich endlich Zeit mit der PlayStation verbringen und muss sagen, warum hatte Sony denn Angst? Die Konsole ist wirklich gut. Ja, sie hat noch ein paar Kinderkrankheiten. Ja, manche Sachen müssen noch über ein Firmware-Update bzw. Software-Update geregelt werden, wie zum Beispiel ein 1440p-Support und so weiter und so fort. Aber rein von der Hardware her, besonders auch beim Controller, ist diese Konsole verflucht gut. Und ich bin sehr glücklich, dass wir in dieser Konsolengeneration endlich komplett subjektiv darüber reden können, ob man diese oder jene Konsole lieber haben möchte, weil beide im Endeffekt richtig gute Konsolen sind. Das ist im Gegensatz zur letzten Konsolengeneration erstmal richtig geil und dafür erstmal Applaus an beide, also Microsoft und Sony. Nun stellt man sich natürlich die Frage, warum ich denn generell Angst hatte. Und das hat im Endeffekt zwei Gründe. Und der eine klingt ein bisschen hochnäsig, aber ich möchte ihn trotzdem kurz mit euch teilen. Eigentlich war geplant, dass deutlich vor Release PlayStation 5 Content hier auf den Kanal kommt. Das wurde mir aber von Sony, ich kürze mal ab, untersagt. Das ist auch jetzt nicht so weiter wild, alles vollkommen okay und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie sagen, oh, aber Sony gibt mir nichts. Bullshit, darum geht's nicht. Aber ich habe da so ein bisschen mir gedacht, hä? Warum denn nicht? Da war doch vorher alles so cool und alles so geil. Was ist denn jetzt los? Gibt es vielleicht doch Probleme mit der Konsole und habt ihr vielleicht ein bisschen Angst vor kritischer Berichterstattung? Diese Meinung wurde bei mir verstärkt, als ich mitbekommen habe, dass einige große Technik-YouTuber keine PlayStation 5 bekommen sollten. Großes prominentes Beispiel hier Linus Tech Tips. Die haben nämlich in einem Xbox Series X Video gesagt, dass sie aktuell nur diese Konsole covern können, weil Sony ihnen keine zusenden möchte und auch keine zusenden wird. Und diese Aussage habe ich von manchen anderen Technik-YouTubern auch gehört, weswegen bei mir sich so ein bisschen die Angst manifestierte, dass Sony die Konsole nicht an, ich sag jetzt mal, technisch visierte YouTuber rausschickt, weil sie Angst hatten, dass halt diese Schwachstellen offenlegen und halt im Endeffekt mitteilen, hey, die Xbox ist das bessere Gerät, kann mehr, ist besser gebaut und so weiter und so fort. Übrigens bin ich bei sowas immer sehr misstrauisch. Also wenn eine Firma manche Leute bemustert und manche andere nicht, obwohl sich diese eigentlich punkto PR viel mehr lohnen würden, dann werde ich meistens sehr misstrauisch und mache mir Gedanken, ob das jeweilige Produkt wirklich gut ist und versuche mal so ein bisschen Deep Dive reinzugehen, ob da es Berichte gibt, ob es vielleicht irgendwie, ja, bereits Meldungen gibt, dass es da Probleme geben könnte oder nicht. Bei der PlayStation 5 gab es ja eben genau diese Meldungen, nämlich dass Sony große Probleme hatte, die PlayStation 5 ordentlich zusammenzubauen und vor allem Probleme mit der Kühlung hatte. Ich glaube nach wie vor, dass diese Gerüchte, also dass Sony Probleme hatte bei der Kühlung und so weiter und so fort, wirklich wahr sind und dass das Ergebnis des Ganzen ist, dass die PlayStation 5 nun mal so groß ist, wie sie nun mal jetzt ist. Ich glaube, dass Sony ursprünglich im Jahr 2019 mal ein ganz anderes Design für die PlayStation 5 angedacht hatte, dieses aber dann verwerfen musste, weil halt einfach die Kühlung nicht ordentlich funktioniert hat, beziehungsweise weil man vielleicht gemerkt hat oder gesehen hat, dass Microsoft hier ein besseres Kühlsystem hat und deswegen eine komplett leise bzw. lautlose Konsole anbieten kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sony daraufhin dachte, okay, wir müssen das Ding nochmal ein wenig neu konstruieren in puncto Lüftungs- und Kühlungskonzept. Das kann ich mir gut vorstellen und bevor jetzt irgendjemand sagt, oh, buh Sony oder yay Microsoft, das ist bei allen anderen Herstellern genau derselbe Spaß. Wenn die halt merken, hey, die Konkurrenz macht dieses oder jenes oder diese und jene Idee, dann ja, versuchen sie halt darauf zu reagieren, so gut es geht. Genau das ist ja auch der Grund, warum Konkurrenz das Geschäft belebt und wichtig ist für den technischen Fortschritt.
Und dann wäre da ja noch, last but not least, die Informationspolitik von Sony, die bei der PlayStation 5 echt nicht gut war, aber, so sehe ich das jetzt zumindest, diese Informationspolitik ist nicht der Konstruktion der PlayStation 5 geschuldet, sondern vor allem dem Zweikampf mit der neuen Microsoft-Konsole. Man wollte hier höchstwahrscheinlich nicht alle Karten auf den Tisch legen. Das ist ja auch etwas, was ich lange vermutet habe und auch oft in Videos gesagt habe. Allerdings, naja, das schwang halt immer so ein bisschen was mit, ob Sony vielleicht wirklich Probleme mit dem ganzen Kasten hat. Das scheint aber jetzt mit der fertigen Version für mich zumindest nicht der Fall zu sein. Ja, man muss schon sagen, die PlayStation 5 in puncto Software wurde wohl hinten raus mit einer relativ heißen Nadel gestrickt. Aber ganz ehrlich, da ist nichts dabei, was Sony nicht innerhalb von ein paar Wochen irgendwie fixen könnte. Was ich mit diesem Video jetzt eigentlich sagen möchte, naja, ich hatte ein Video auf Halde, wo es darum ging, ob die PlayStation 5 richtig große technische Probleme hat. Aber dieses Video habe ich nicht gemacht, weil ich mir nicht sicher war bei der Geschichte und welch Glück habe ich es nicht gemacht, denn dieses Video wäre Bullshit gewesen. Denn die PlayStation 5 ist richtig gut, richtig geil und ja, sie braucht noch hier und da ein paar kleine Feinheiten in puncto Patches, aber nichts Weltbewegendes. Die PlayStation 5 ist eine große und tolle Konsole. Womit wir dann jetzt auch den Kreis zur Eingangsfrage schließen sollten. Wovor hatte Sony eigentlich Angst? Und ja, ich weiß, Angst ist ein großes Wort, aber wir können es relativ simpel erklären. Sony hatte in Anführungszeichen Angst vor Microsoft, weil sie bemerkt haben, scheiße, die bauen ja dieses Mal eine gute Konsole. Bei der Xbox One und bei der PlayStation 4 war es so, dass relativ schnell klar war, dass Sony hier die bessere Konsole hat und Sony auch alle Karten in der Hand hat. Bei der neuen Konsole von Microsoft sah das komplett anders aus. Microsoft war stolz auf ihre Konsole, sie zeigte sie überall rum und Sony merkte das und Sony hatte deswegen ein wenig, ich sag jetzt mal nicht mehr Angst, sondern Sorge, dass eben ihre Konsole, ihre eigene PlayStation von der Konkurrenz überholt werden könnte. Das ist hinten raus jetzt nun nicht passiert, weil beide Konsolen auf einem ähnlichen Niveau sind, aber ich glaube, man darf durchaus zu Recht behaupten, dass Sony hier, wisst ihr, Angst ist das falsche Wort. Sorge ist auch das falsche Wort, aber sie waren halt nervös. Und ich glaube, das ist auch das perfekte Wort, um die komplette PlayStation 5 Pre-Launch-Phase zusammenzufassen. Sony war nervös und lieferte dann hinten raus eine tolle Konsole. Und zum Ende des Videos bist selbstverständlich auch noch du gefragt. Denn wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Hattest du vielleicht wirklich Sorge um die PlayStation 5? Hast du jetzt mittlerweile eine zu Hause? Also konntest du eine ergattern und bist du mega zufrieden oder nicht? Schreib das gerne mal in die Kommentare und schreib auch gerne rein, wie du die ganze Pre-Launch-Phase empfunden hast. Ich freue mich sehr über deine Meinung und ganz nebenbei auch noch über einen Daumen nach oben, falls dir dieses Video gefallen hat und, falls du ganz neu dabei bist, natürlich auch über ein Abo. Vielen lieben Dank und jetzt noch einen wunderschönen Sonntag.